red mal lauter. Lieber Typ, dessen Gehörgang kaputt gegangen ist. Ich dachte, wir haben es ja noch nicht geeinigt. Du kommst hierher, liegst im Sterben, wirst mir jetzt zwei Stunden lang, wir haben nämlich Brennpunkt-Hörerwunsch, hallo quasi. Liebe Leute, wirst du mir jetzt dein Kot ins Gesicht hauchen, ja? Richtig. So. Nein, ich war ja beim Onkel Doktor, ich habe einen neuen Hausarzt und der sagt, ich habe kein Coronavirus. Das glaube ich nicht. Und er sagt, es ist halt eine leichte Erkältung, ich bin nicht ansteckend großartig, mich ein bisschen schonen, habe ich gemacht von Dienstag bis heute quasi. Und heute starte ich so ein bisschen mit geschwächter Stimme wieder ins Radio. Fake News, Tino, Fake News. Die Medien lassen uns glauben, jeder hat jetzt Coronavirus und jeder Asiate ist eine Gefahr. Übrigens, hallo liebe Leute, wir sind Brennpunkt Internet, das war unser Cold Opener. Wir sind Tino Ranacher und Robin Nosterafu TV. Außerdem sind wir auch super sexy, super gebildet, super informiert, super eloquent und wir sorgen dafür, dass ihr bestens Bescheid wisst darüber, was so die letzte Woche passiert ist, besonders aus Sicht des Internets natürlich, aber auch aus Sicht der Welt. Und da gibt es ein großes Thema, das alle ganz krass in Atem hält. Rot-Weiß-Erfurt. Was? Ist auch ein großes Thema. Ja, also ein lokales Thema. Aber Aloha aus der saftigen Autobahn, bla, Internet. Ihr hallo, wisst Bescheid. Wir sind da. Triggerwarnung, wir machen Witze. Triggerwarnung, genau, haha. Alter, ich hab einen richtig guten in der Röhre. Nein, nicht richtig gut, aber ich habe einen in der Röhre, für den die Triggerwarnung vielleicht nötig ist. Also, wenn ihr schwarzen Humor zu schwarz findet, dann seid ihr Rassisten. So schaltet gefälligst ab, wir wollen keine Rassisten bei uns im Radio. Nicht nur weißen Humor, auch schwarzen Humor. Richtig, auch Sklaven dürfen Witze machen, finde ich. Oder bunter Humor. Ja, so Tino, was ist jetzt Rot-Weiß-Erfurt? Lass uns da mal direkt einsteigen. Echt, ja? Das klingt ja wirklich rasant, was du da erzählst. Wir zwei sind ja ganz große Fußballexperten. Absolut. Tatsächlich. Alle 4 Jahre. Zur WM, ja. Du wenigstens, ich ja gar nicht. Aber mein Vater war ja früher auch Rot-Weiß-Erfurt-Spieler. Und diese Mannschaft ist jetzt offiziell tot. Die gibt's nicht mehr. Hä, wirklich? Ja, die sind jetzt pleite. Warum habe ich das nicht mitbekommen? Die kämpfen schon seit Jahrzehnten gefühlt, dass sie halt finanziell sich überleben können. Und es gab die Schockmeldung letzte Woche. Oh, am Montag kann es passieren, dass Rot-Weiß-Erfurt eingestellt wird. Und ich kenne ja einen Spieler von dort auch persönlich. Und da war schon abzusehen, dass der Verein in finanziellen Nöten ist. Sie konnten ihre Spieler nicht bezahlen seit Dezember und so. Das sind mir schöne Leute. Der Trainer hat Schwierigkeiten gemacht. Der war wohl auch ein bisschen, ja, tyrannisch. Und alles zusammen ist jetzt implodiert. Und seit Montag oder Dienstag steht es fest, Rot-Weiß-Erfurt ist Geschichte. Okay. Den Verein gibt es jetzt nicht mehr. Jene hat gesiegt. Diese scheiß Hooligans immer, ne? Beim Kloppen sind sie ganz vorne dabei, aber wenn es darum geht, den Verein finanziell zu unterstützen, richtig, da sind sie die allerletzten. Da lob ich mir meine Patreon-Supporter. Ja? Oder unsere Brennpunkt-Hörerwunschkäufer, lieber Tino. 20 Euro könnt ihr uns. Und das hat gerade erst wieder einer gemacht. Wir haben das nächste Thema Hamsterrad. Ganz kurz zusammengefasst. Das war ein sehr, sehr deepes Thema. Thema. Dass man sich so fühlt, als würde man festhängen im Leben. Hm. Kenne ich nicht. Wir fühlen uns kenn ich alle nur so von Tinder-Dates. Ja, dass du festhängst bei Tinder. Das gibt's manchmal, weil ich so einen großen Schlong habe. Oh. Nee, lass jetzt doch mal vielleicht, bevor wir in die wirklich ernsten Themen kommen, kurz was sagen. Es war ein ernstes Thema, dass Erfurt tot ist. Wir machen doch am Anfang immer so, was uns bewegt. Und wenn du da mit Erfurt einsteigst, dann muss ich denken, Tino, was ist denn jetzt los? Ja, stimmt. So, mich bewegt Folgendes. Erstens, ich hatte 2 Jahre Twitch-Jubiläum. Das ist sehr schön, das will ich immerhin mal erwähnen. Glückwunsch dafür, Glückwunsch. War ganz groß. Ja. Und ich muss operiert werden, Tino. Nicht nur am Bauch, was ja eh jetzt irgendwie seit einem halben Jahr schon Running Gag ist. Wann macht dann jetzt mal seinen Nabelbruch? Haha. Hast du Hirn-Aids? Ich habe tatsächlich Hirn-Aids. Ich habe CT machen lassen, ja. Und habe das gestern auswerten lassen von meinem Herrn HNO-Arzt. Und da meinte er, hier gucken Sie mal, hier so, wo diese schwarzen Bereiche sind, da ist quasi Luft. Ja. Und dann scrollt das so hoch, also da, wo meine Nasennebenhöhlen ist, die sie mir ja auch erweitert haben schon. Da war noch halbwegs schwarz, also Luft. Ein so ein riesen Polyp hat so reingeragt, aber sonst war halt weiß und schwarz. So. Dann scrollt er so hoch und nach wurde alles komplett grau. Das heißt, meine Stirnhöhle ist komplett vereitert. Ach, deswegen bist du hier mal am Röcheln und ja, wahrscheinlich. Nee, das ist schon wieder das Nächste. Das ist ja meine Lunge, beziehungsweise meine Bronchien. Das ist ja schon wieder die nächste Baustelle. Das spielt aber schon zusammen, oder? Dass du wenig Luft bekommst durch die Nase
Und dass du so asthmaartige Anfälle hast. Kann sein. Auf jeden Fall hängt damit zusammen, dass ich verdammt nochmal nicht riechen kann. Aber da mache ich mir jetzt eh keine Hoffnung, dass das jemals wiederkommt. Riechen, schmecken, habe ich mir neulich mal gegoogelt. Und das ist tatsächlich nicht wirklich ein Geschmack. Oh, wenn ich jetzt wüsste, was das heißt. Ich kann es auch nochmal googeln. Ein Geschmack? Nein. Süß, sauer, scharf. Nee, scharf sowieso nicht. Ist Schmerzempfinden. Aber süß, sauer, bitter. Das ist tatsächlich kein Geschmack, sondern ein Erlebnis oder so. Was ist das? Warte, ich krieg's vielleicht kurz hin. Na, es gibt doch noch dieses Herzhafte, wenn du... Umami meinst du? Umami, ja. Ja, aber süß, sauer... Wie, ist es kein Geschmack? Was denn da? Ja, weiß ich nicht. Also, pass auf. Ja, Schärfe ist Schmerzempfinden. Die 6 Geschmacksrichtungen, nee. Ich hatte da mal irgendwas gelesen, dass halt Geschmack wirklich sowas ist. Du merkst den Unterschied zwischen einer Kirsche und einer Erdbeere. Ja. Was ich halt geschmacklich nicht tue. Aber ich merke, dass beides süß ist. Ja. Aber das hieß irgendwie anders. Geschmacksrezeptoren, bla bla bla. Vielleicht erzähle ich auch gerade Scheiße. Also das wäre nicht das erste Mal. Du merkst ja auch die Konsistenz von den Dingen. Aber es gibt doch auch diese Fruchtwürfel, so, wo die Fructose rausgenommen worden ist. Mhm. Das sind alles so Fruchtwürfel mit Himbeer-Erdbeergeschmack. Und da könntest du nicht unterscheiden, was Erdbeer ist, was Banane ist, was Kirsche ist. Das könntest du nicht rausschmecken. Nee, absolut nicht. Nur anhand, weil dafür brauchst du halt Geruchssinn. Nur anhand der Konsistenz quasi würdest du Obst erkennen. Weil Erdbeeren sind ja sehr matschig manchmal und Kirschen sind ja ein bisschen anders. Mit Kernen drin. Naja, klar, an der Konsistenz merken wir uns. Aber gut, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Vielleicht wisst ihr mehr, vielleicht glaube ich auch absolute Scheiße. Aber ihr versteht ja, was ich meine. Das aber gar das nicht wird so richtig. Das rausgeholt, ja. Gestern, das wird rausgekratzt, so richtig schon rausgeschabt. Ambulant? Nee, da geht man mit so einem kleinen Sauger hin. So? Nee, das ist kein Sauger. Das ist, glaube ich, so ein, wie wenn du irgendwie ein Tier fängst, ja. Dann hast du ja so ein Ding und dann ziehst du das so zu, um den Hals von dem Tier, weißt du? Und das machen die mit den Polypen. Und dann saugen sie es ab. Ist das ambulant oder wirst du da richtig auch narkotisiert? Da werde ich unter Narkose gesetzt. Das habe ich ja Ende 2013, musste ich so eine Operation auch schon mal über mich ergehen lassen. Deswegen wird es auch spannend zu erfahren, wie ich vielleicht verhindern kann, dass ich in 5 Jahren nicht schon wieder so eine Scheiße machen muss. Ich bin da gestern ganz ehrlich ein bisschen abgekackt drüber, weil dachte mir, Alter, muss die Scheiße denn jetzt irgendwie alle 5 Jahre sein? Was soll das denn? Gut, es sind eher 6 oder 7 Jahre, aber ist egal. Punkt ist, heute 12 Grad. Guck, was ich anhab, Tino. Kurze Hose. Ich habe meine Optimismushose an, deswegen heute ist alles schon wieder gut. Es ist einfach geil. 12 Grad, komm, Klimawandel, take me harder. Das Vitamin D einfahren heute, ja. Geht raus an die frische Luft. Beziehungsweise geht vor 3 Tagen an die Luft. Wir wissen ja nicht, wie es am Sonntag ist. Das stimmt, ja. Wenn ihr es hört. Ja, ich bin, wie gesagt, ein bisschen erkältet. Aber bin wieder auf der Spur der Gesundheit und bin froh, wieder vor die Tür gehen zu können, weil die letzten 3 Tage waren echt schlimm und ich dachte, oh fuck, was, wenn ich wieder nicht podcasten kann, aber egal wie krank ich bin. Da wären die Zuschauer auf jeden Fall richtig erschüttert gewesen. Wenn ich einigermaßen Töne rausbekomme, ja, und irgendwie sprechen kann, mache ich diesen Podcast. Einmal hat es nicht funktioniert, ja, im Dezember, da war ich richtig, richtig tot. Aber jetzt dachte ich mir, nö, das muss sein. Ich kann mich danach wieder ins Bett legen. Ich will auch morgen nochmal ins Theater vielleicht. Und deswegen will ich jetzt versuchen, ein bisschen wieder meinen Kreislauf zu starten. Und freue mich. Ich sag dir, was ich immer mache, wenn ich krank bin. Wenn ich merke, okay, ich werde hier gerade krank. Ja. Komplett umgestellt, dann fresse ich nur noch Obst in mich rein. Einen schönen Tee, ja, mit Zitrone. Zitroneneiswürfel in den Tee, schön Honig rein in den Tee, schön Ingwer rein in den Tee. Das 2 Tage durchgezogen, zack, topfit. Ich saufe nur Ingwer derzeit. Ja. Ingwer-Tee gekocht ohne Ingwer Ende. Ingwer ist der Shit, Alter. Zwiebelsaft trinke ich ohne Ende. Ingwer ist der Ingwer-Tee unter den Tees, sage ich immer. Ist so, tatsächlich. Es ist richtig gut. Er wirkt und schmeckt auch sehr gut. Naja gut, aber wir sind direkt im Thema drin, Tino. Ich glaube, meine bewährte Technik, ja, Obst essen und Ingwertee trinken, die könnte bei einem Coronavirus vielleicht nicht so gut funktionieren. Aber im Gegenteil, aber der Coronavirus ist doch total easy zu behandeln. Ja, also. Pst, hallo, wir müssen das hier gerade auch noch künstlich aufputschen, weil wir sind ja auch Medien. Wir werden alle sterben. Ich habe es ja, du hast es das letzte Mal im Podcast, hast du ganz kurz drauf eingehen wollen, habe ich gesagt, nee, nicht das, ich meine was anderes, was Positives, Heilung, Krebs und so. Ja. Weil ich bewusst diese Scheiße nicht füttern wollte. Aber jetzt in der letzten Woche ist es nochmal so eskaliert. Man kommt nicht drum rum. Man kommt nicht drum rum, wir müssen es zum Thema machen. Wir sind ja im Grunde alle schon tot. Muss man eigentlich so sagen. Eigentlich sind wir alle schon Gespenster. Mit dem Corona an der Hand. Und alle sind tot. Ja, aber jedes Jahr ist so eine neue Krankheitswelle, die uns alle töten soll. Wir leben ja immer noch. Und auch mein Arzt sagte,
das ist, dieser Coronavirus ist so lächerlich. Also er rafft halt nur Menschen hin, die halt eh schon alt und vorerkrankt sind. Und die es verdient haben. Und die es verdient Asiaten haben. Asiaten zum Beispiel. Vor allem die Chinesen dort. Gibt es eh genug von denen. Eben, also die Ein-Kind-Politik, die ist ja quasi... Die wird jetzt von hinten auf... ersetzt quasi. Ja. Und er meinte, ich soll mir da keinen Kopf machen und mache ich ja eh nicht. Die ja. Ein-Kind-Politik wurde jetzt in einen Elternteil-Politik umgewandelt. Und ich habe halt dann gesagt, übrigens... Als mich nach meinen Symptomen fragte, habe ich gesagt, ich war übrigens nicht in China, ich kenne auch keine Chinesen. Doch, ich kenne welche. Ich will die auch nicht kennen. Doch, ich kenne schon. Die sind nämlich alle krank. Doch, ich kenne schon welche, eine sogar sehr gut, aber ich hatte keinen Kontakt zu diesen Leuten und er meinte auch, ja, es ist eine einfache Erkältung und alle haben jetzt Angst und kommen hier zu mir und haben Angst, diesen Virus zu haben. Aber selbst wenn Grippe... Ernsthaft hat er das gesagt? Ja, aber... Oh, das ist so bescheuert, aber Grippe ist schlimmer als Coronavirus. An Grippe sterben auch jährlich irgendwie 50.000 Menschen oder so. Alleine Coronavirus, in Weimar, ja. Ich hab's nochmal... alleine in Weimar, ja. Und stehen dann aber wieder auf. Deswegen haben wir so alte, zombieartige Menschen hier rumlaufen. Ich hatte es doch hier irgendwie mal so Daten aufgeschrieben. Moment. Also das ist 0,2%, natürlich jetzt 23:59 am 29. Januar, sprich ein bisschen später, also 6 Stunden später für Deutsch, weil amerikanischer Kommentar ist scheißegal. Da waren es 7.700 bestätigte Fälle in China und 170 Tote. Ja, genau. So, da könnt ihr euch jetzt ausrechnen. So und zwar selber. Hoch ist die Sterberate jetzt nicht. Das rechnen wir euch jetzt nicht vor. Das macht ihr jetzt schön selber. Ich kann das, aber ich will überprüfen, ob ihr das schon, auch könnt. Ich habe es schon raus im Kopf, aber ich sage es euch nicht. Also irgendwo hatte ich mal was gelesen von 3% Sterberate. Ach, 2% waren es, glaube ich, ja. 2% sogar. Aber selbst fucking Sterberate. Es ist ja, selbst wenn das Ding gefährlich ist, und es wurde jetzt auch von der Weltgesundheitsorganisation als, wie sagt man, Notstand, ne? Oder so, also Emergency wurde gestern ausgerufen. Mhm. Aber das ist auch erstmal nicht, oh, wir sterben gerade alle, sondern nehmt das mal ernst. Es breitet sich halt aus, so, genau. Ja. Macht mal irgendwie regierungsmäßig mehr dagegen. Sowas signalisiert das halt so ein bisschen. Und der Punkt ist, selbst wenn, also ich raff das nicht, beim Klimawandel zum Beispiel, ja, Australien brennt, ist uns scheißegal, ja. Australien hat Coronavirus, ach du Scheiße. Gut, das Feuer kommt vielleicht nicht ganz so leicht von Australien her, das verstehe ich schon. Das dauert ein bisschen, ja. Ja, dauert ein bisschen. Wasser so, ja, da muss man erstmal, das ist dann Jesus-Feuer. Egal, nee, warte mal. Doch, Moses hat geteilt. Moses. Ich komme bei diesen ganzen Zauberfiguren da immer nicht hinterher. Harry Potter war der mit Avada Kedavra. Genau, Jesus konnte ist übers gelaufen. Wasser laufen und Moses ist durchgelaufen. Genau. Finde ich eigentlich geiler, weil da siehst du mal den Meeresgrund. Eben. Und Jesus war wahrscheinlich nicht mächtig genug. Ich komme bei diesen ganzen Magiern durcheinander. Okay. Ja, also 170 Tote bisher. Vielleicht sind es heute schon 180, wer weiß. Aber es ist halt... Also ich finde es krass, dass so viele Leute bei deinem Scheißarzt nachfragen. Auch in Erfurt gab es 2 Verdachtsfälle, die sich aber nicht bestätigt haben. Und ich dachte auch, als ich zum Arzt gelaufen bin... Ja, jeder, der jetzt Grippe hat, ist ja erstmal ein Verdachtsfall. Was, wenn ich jetzt gleich hier in Quarantäne gesteckt werde und dann heißt es irgendwie ein Verdachtsfall in Weimar und wer ist es? Tino Ranacher, ja. Hätte ich mich schon ein bisschen geärgert, aber... Ich hätte da Klicks rausholen können. Ja, sicher, aber... Kannst du nicht mal schnell dahin fliegen, um mich da mit der Scheiße anzustecken? Ich kenne ja ein paar Chinesen hier in Weimar. Die haben das ja, das ist ja in der Genetik jetzt drin bei den Chinesen. Eben. Aber weißt du, wo das herkam? Es gab erst Gerüchte von... einer Fledermaussuppe, dann hieß es irgendwie von irgendeinem Markt in China, ja, wo die Wuhan alle gewesen oder sind. Nicht? Das war Wuhan-Virus. Genau, irgendwie sowas. Oder Cobra-Fleisch und so. Ich sag, die Uiguren in ihren KZs haben das bestimmt entwickelt, weil die halt so schlechte Versorgung haben. Nee, als Hilferuf. oder so, dass ja. Dass man an sie denkt. Ja. Und dann haben die das nicht Uiguren oder Xinjiang-Virus genannt, sondern Wuhan. Oh Mist, ey, ganzer Plan nach hinten losgegangen. Schlechte Marketingabteilung. Bei den Uiguren im Die sollten mal echt bessere Lager. Bildung da haben in diesen Gefängnislagern. Oh, das heißt doch Umerziehungslager. Da müssen die auch ein bisschen mehr in die Bildung reinstecken. Das heißt auch Konzentrationslager, oder nicht? Wo sie sich konzentrieren haben sie müssen. Sich nicht gut genug konzentriert beim Etablieren. Nicht wirklich. Wir witzeln darüber, deswegen die Triggerwarnung. Aber indem wir darüber witzeln, ich finde, das entwaffnet einfach ein bisschen für die Ernsthaftigkeit der Themen. Aber öffnet vielleicht auch so ein bisschen dafür. Weißt du, was ich meine? Naja, ich werde auch manchmal gefragt, so, ob ich das immer alles so witzig finde, was ich erzähle. Auch im Parteiwahlkampf und so. Und ob ich denke, dass die Opfer das lustig finden und so. Dann sage ich mir, naja, es geht ja auch ein bisschen so um mich selbst, so, weil ich selber versuche, mit den Themen klarzukommen und mit der Welt klarzukommen. Und meine Methode ist halt, das mit Satire zu tun und mit Witzen das zu tun. Das ist nicht immer nur das Große und Ganze, dass ich jetzt die Welt retten will mit irgendeinem Witz.
man will ja auch selber irgendwie klarkommen damit. Also ich weiß nicht, ob wir das am Anfang so ausformuliert haben, aber ich für mich habe auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben, dass ich hier mit Absicht auch einfach mal geschmacklose Witze mache. Einfach um diese Fahne so ein bisschen hochzuhalten, um vielleicht auch zu zeigen, dass das schon noch möglich ist, weil von rechter Seite kommt ja, oh, kann ja gar nichts mehr sagen. Mhm. Und ich mache hier, Holocaust, die Uiguren, die können sich nicht konzentrieren und deswegen geht der Plan, was völlig absurde Scheiße ist, ja. So, aber meine Philosophie ist ja entweder über alles Witze machen oder über gar nichts. Aber es gibt kein Middle Ground. Um da anzuknüpfen, man darf ja wirklich alles sagen in Deutschland. Es ist ja fast so, also außer Holocaust-Leugnung, aber sonst darfst du echt alles sagen. Du kommst mit jedem Nazi-Scheiß durch. Aber wenn du das Finanzamt ficken willst, ja, dann bist du dran. Ja, hast du das Finanzamt gefickt? Nein, Thema Gauland. Gehst du jetzt schon zu Gauland? Haben wir jetzt schon diese ganzen, haben wir jetzt dieses ganze Virus-Ding, hallo? Naja, wir müssen doch jetzt so mal kurz sagen, irgendwie alle sterben und... Ich fang doch nur diese Übergänge ab. So hat Gauland auch Coronavirus, ne? Ja. Ja, er ist nämlich, seine Immunität wurde ihm aberkannt. Okay. Autoimmunsystem, genau. Danke, Matthias. Deswegen darf er jetzt ermittelt werden. Wir können dann auch über den Virus sprechen, wenn du noch irgendwas was Cooles Gauland hast. Gauland ist auch ein Virus aus deiner Perspektive, von daher sprich über Gauland, ist okay. Ja, danke schön. Ja. Also Alex Gauland, der ehemalige Bundesvorsitzende von der AfD. Ist der jetzt jung und hip und will Alex genannt werden statt Alexander? Oder wie ich fange so an, ja. Also er ist ja auch schon sehr, sehr alt leider. Und er hat auch schon seine Ämter abgegeben. Also er ist jetzt kein Bundesvorstand mehr. Er ist jetzt nur noch Mitglied und sitzt ganz vorne im Bundestag. Jedenfalls wurde seine Immunität aberkannt. Und es wird wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Und was halt echt zeigt, du darfst alles machen in Deutschland. Du darfst Nazi sein, du darfst Asylbewerberheime anzünden, du darfst den Holocaust, darf man das, ja. Holocaust anzweifeln. Aber was du nicht darfst, ist das Finanzamt bescheißen. Okay. Und jetzt wird seine Immunität aufgehoben und ja, aber es gibt da noch nichts Konkretes. Es wird ermittelt, gut, das kann ja alles bedeuten. Naja. Kann ja auch rauskommen, dass er nichts gemacht hat. Da muss ich jetzt wirklich mal beide Seiten beleuchten. Unschuldsvermutung, ja, das hat auch die AfD gesagt. Oh, er ist unschuldig, bevor nicht das Gegenteil erwiesen wird. Aber die Flüchtlinge, die herkommen, sind alle schon mal generell verdächtig, alles Messerstecher und Vergewaltiger. Also auch da, Tino. Doppel-, Triple-, Vierer-Moral. Ich glaube tatsächlich nicht einer, oder vielleicht täusche ich mich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur eine Person der AfD wirklich sagt, dass alle Flüchtlinge hierher kommen, grundlegend alle Messerstecher sind. Sie suggerieren es aber. Natürlich suggerieren sie das, weil es funktioniert und weil man so die Ängste schürt und abgreifen kann. Das ist das Bild, so, was sie übertragen wollen. Vielleicht denken sie es nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass es Weidel wirklich denkt, dass alle geflüchteten Menschen Messer in der Hosentasche haben. Aber sie will, dass das Volk das denkt. Das ist viel schlimmer. Ja, ich sage ja nicht, dass das gut ist, aber ne, da muss man vielleicht jetzt ein bisschen differenziert betrachten. Weiß ich nicht. Okay, also China hat den Coronavirus, wir haben den AfD-Virus, laut Tino. Ist so. Ja, also ich will es jetzt auch nicht zu sehr verteidigen, so soll es ja auch nicht hochkommen. Ich finde die Leute ja jetzt auch nicht cool. Ja, cool, es ist schon cool, ja, das ist ja auch die Frage. Das wird ja immer neu definiert. Im Dritten Reich waren auch die Nazis die Coolen und die Kommunisten waren die Bösen. Jetzt ist es gerade umgekehrt. Aber sind nicht eigentlich immer die Underdogs cool? Demzufolge müssten ja die Juden in der Diktatur nicht coolen sein. In der Diktatur ist es umgekehrt. In der Demokratie sind es immer die Schwachen. Das sind das die Coolen, die anders sind. Apropos Diktatur, ne? Es wurde jetzt abgewägt, ob nicht Putin einfach den Rang des Supreme Leaders einnehmen sollte. Aber das nur am Rande erwähnt. Die gesamte russische Regierung ist ja abgetreten, um die Macht zu stärken von Putin. Er wird ja offenbar auch wiedergewählt. Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Sehr drauf freuen. Ach ja, wiedergewählt, wenn wir da gerade sind. Leute, hört später rein, wenn euch das auf der Seele brennt, oder schaltet dann ab. Aber so gegen die letzten 10, 15 Minuten muss ich vielleicht auch nochmal auf Amerika kommen. Ja. Da machen wir einfach das internationale Impeachment-Segment oder sowas. Keine Ahnung, aber da du bist ja voll drin einiges im Impeachment. Dann bist du wieder so, dass du dich einsperrst, 24-7. So krass war es nicht, weil auch diese Woche hatte ich viel zu tun, aber ich habe schon sehr viel verfolgt, auf jeden Fall. Also ich leider gar nicht in dem Fall. Ich war zwar krank, aber hatte irgendwie keinen Bock, mich mit schweren Themen zu befassen. Aber wir sind uns schon einig, dass der Coronavirus diese Woche definitiv den viralen Hitler verdient. Ja, schon. Ja. Kann man sagen. Mir fällt nichts anderes ein. Alleine schon aus der Doppeldeutigkeit von viral heraus. Ah, ja doch. Ja. Der virale Hitler geht diese Woche an den Coronavirus.
Gratulation. Sehr, sehr stark. Verdient. Ganz stark. Verdient. Und wo du gerade noch von MC, wie heißt der? Gauland? Alex hast du ihn genannt? Alex Gauland. Ex-Gauland. Von dem geredet hast. Hast du denn was von dem schönen Hashtag diese Woche mitbekommen? Es gab viele, Hashtags. Da muss doch dein Rage-Boner muss doch einmal quer durchs Zimmer gesprungen sein, als du das gelesen hast. Welchen denn? Höcke-Jugend? Genau ja, das. Ja, natürlich. So. Fand ich erstmal witzig, weil der Begriff Höcke-Jugend ja schon von die Partei geprägt worden ist, im ironischen Fall. Und diesmal hat die AfD, also die JA, die junge Alternative, nicht die SA, die JA, das ist was ganz anderes, hatten jetzt ein Bundestreffen und haben da als Hashtag Höcke-Jugend hingeschrieben, mussten das zurücknehmen und sich entschuldigen. Das ist richtig geil, weil ich habe das Hashtag gesehen und habe mir gedacht, okay, ich schreibe es mal auf, ich lese es mir nicht durch, Tino weiß eh Bescheid. Ja. Okay, also hat das jetzt irgendwelche Folgen oder so? Also ich habe halt gemerkt, dass es einen medialen Outcry gab auf jeden Fall. Nein, es war eine Überspitzung, eine nicht ernst gemeinte. Ja, das ist ja eh nie ernst gemeint. Ich weiß nicht. Aber das ist halt auch so ein kritisches Ding, ne? Weil wir setzen uns ja hier auch hin und machen Witze und sagen, es ist nicht ernst gemeint. Aber für mich ist da irgendwie ein Unterschied, aber ich kann nicht ganz festmachen. Vielleicht, weil ich halt wirklich weiß, dass es nicht ernst gemeint ist und da vielleicht so ein bisschen Zweifel habe bei den anderen. Auf der einen Seite ist es ja so, dass wir ja in der Rolle der Quatschköpfe sind, ja? Mhm. Wenn wir hinschreiben Hashtag Merkeljugend oder Höckejugend, ja, dann weiß man, woher das kommt. Aber Politiker, die ja schon eine gewisse Seriosität haben sollen, wenn die halt schreiben Höcke-Jugend und gerade eine Partei, die ja schon als sehr weit rechts gelten und auch ein Höcke, der ja als Hitler 2 ja, als so einer bekannt ist, ist es schon eher schwierig. Und man kann es auch verstehen als kleinen Hint, wohin es mal gehen soll. Hintler. Als Hintler. Hindenburg. Auch der war auch ein großes Thema, ne, Hindenburg. Diese Woche. Was wollte ich denn noch dazu sagen, zu diesem Scheiß-Thema? Also da gab es jetzt keine Konsequenzen, sie mussten einmal wieder zurücknehmen. Sie mussten sich entschuldigen, haben den Hashtag entfernt und dann war alles wieder supidupi. Mhm. Jetzt hetzen sie wieder alles gegen Flüchtlinge, Ringerei. Alles wie früher. Habe ich auch die Woche gelesen, das ist natürlich ein bisschen älteres Thema, aber dieser Chor, der da irgendwie Umweltsau-Oma oder sowas, ja, ne, dass da 200... oder über 200 Anzeigen reingegangen sind beim WDR. Dumm, oder? Wer nimmt sich die Zeit? Ja. Wer nimmt sich die... Also Leute... Dauert ja nicht so lange, glaube ich. Du kannst Online-Anzeigen machen. Aber doch nicht beim WDR. Also du musst schon bei der Polizei. In Thüringen nicht, aber du kannst in allen anderen Bundesländern, das ist kein Scherz, kannst du Online-Anzeigen machen. Nur in Thüringen nicht. Ist das dein großer Vorteil? Oder ist das ein Nachteil für dich? Es ist für mich ein großer Nachteil, weil ich schon öfter zu Hause saß und dachte, jetzt mal eine Anzeige an irgendwen, aber... Ach so, nee, ich dachte, weil du so einige Anzeigen hattest von diversen Leuten. Ach so, aber die waren alle noch manuell, die Anzeigen. Okay. Also vor Ort ausgesprochen und auch vor Ort haben noch die Handschellen geklickt. Mhm. Nö, also für mich ist es bisher ein Nachteil, weil ich habe ja lange nichts mehr gemacht, was mich irgendwie in die Bredouille bringen könnte. Ich bin ja brav geworden, ich bin ja nicht mehr so Stinkefinger an... Ja, du bist ja jetzt in der AIDS-Branche. Ich bin jetzt ein bisschen in der AIDS-Branche tatsächlich und bin ja jetzt ein bisschen seriöser geworden. Hm. Nicht nur deswegen, aber... Okay. Also ich bin nicht HIV erkrankt, liebe Leute, falls das jetzt kommt. Nein, ich bin jetzt ein Experte in HIV. Ich habe nämlich einen neuen Job als Berater. Hm. Also so einen Halbtagsjob. Und quasi. Was sagst du den Leuten da? Ey, AIDS kann ich nicht empfehlen. Nein, unsere Botschaft ist es, dass AIDS... nicht mehr existiert in Europa. Okay. Klingt das mal krass, aber klingt ist so. Klingt nach Fake News. Nein, weil AIDS nicht mehr ausbricht. Weil du kannst, egal wie, auch wenn du... Ach so, auch ja, wenn du, gut. HIV haben die Leute. Ist ja, okay, ein Unterschied, das ist ja der Virus an sich, ja, der irgendwann unbehandelt zu AIDS wird. Ja. Und wenn du es aber auch recht spät erkennst, kannst du diesem AIDS-Ausbruch entgegenwirken. HIV macht auch schon Schaden im Körper. Das heißt, wenn du es spät entdeckst, hast du trotzdem gewisse Schäden, aber AIDS bricht da nicht mehr aus. Und das ist ganz, ganz, also eigentlich kommt das gar nicht mehr vor in Deutschland. Ich hätte mir gewünscht, hättest du mir das nicht gesagt. Vielleicht weißt du das aus meinen Streams, dass ich immer so ein kleines Schild da habe, wo AIDS draufsteht. Ja. Das ist jetzt einfach weniger witzig. Ich muss mir jetzt ein Schild machen, wo Corona draufsteht oder so. Für die Afrikaner bleibt es witzig, weil die haben ein großes AIDS-Problem. Also wenn Afrikaner meinen Stream sehen, sind sie vorm Rechner. Die fühlen sich angesprochen. Ha, das kenne ich. Ich hab auch AIDS. Er meint mich. Okay. Ja gut, aber vielleicht mache ich das trotzdem so mit Corona. Corona, wir werden alle sterben. Ist aktueller zumindest als dies. Dumm. Einfach nur dumm. Weißt du, was auch sehr dumm ist? Diese scheiß Millionäre, ne?
Weißt du, was Millionäre anderen machen? Die nehmen alles an sich. Alles nehmen die an sich, diese scheiß Millionäre. Also ich muss ja sagen, Millionäre, das ist so ein Verein, den ich nur von außen sehr stark kritisiere. Ja, wäre ich selber einer, hätte ich damit gar kein Problem. Ja, okay, verstehe ich. Aber du findest das auch schlimm, dass die alles an sich reißen. Weißt du, was sie jetzt... Außer Armut. Jetzt wollen die auch noch die Definition von Wörtern an sich reißen, Tino. Darf man nicht mehr Millionär sagen? Fühlen sie sich da etwa angegriffen? Pass mal auf. Weißt du, was in Amerika passiert ist? Es gab einen Millionär, der hat sich gedacht, ich reiße mir jetzt einfach mal die Definition von Helikoptereltern an den Leib. Kobe Bryant. Weil er und seine Frau einen Helikopter aufgezogen haben, oder wie? Nee, Kobe Bryant ist Helikopter abgestürzt mit seiner Tochter. Hast du es nicht mitbekommen? Ne, Kobe war das doch. Ja. Der Basketballspieler. Ja. Richtig sad, ja. Er ist jetzt ein Helikoptereltern. Oh, das ist witzig. Ja. Weil Helikoptereltern sind ja eigentlich die so immer dich bemuddeln und behuddeln und rumwuseln und so. Die wie so Helikopter über dem Kind drüber fliegen, genau. Ja, und jetzt aber sind Helikoptereltern die mit dem Kind runterfliegen im Helikopter. Ach so. Das ist jetzt so ein, hinkt ein bisschen. So ein geschmackloser Witz so. Also ich fände es witziger, wenn jetzt ein Millionär und eine Millionärsfrau keine Kinder kriegen könnten und deswegen sich irgendwie ganz viele Helikopter in den Hof stellen und dann sagen, dass sie Helikoptereltern sind. Das hätte ich jetzt witziger und unschuldiger gefunden. Aber wenn du Witze machst, ja, über tote Kinder. Ich habe es extra angekündigt. Ich habe es extra angekündigt, dass ich hier auch mal auf Zwang irgendwas, nicht kontroverse, aber weißt du, was Geschmackloses sage? Und ich weiß auch, dass es den einen oder anderen Zuhörer jetzt geben wird, der sich sagt: Oh nee, Alter, muss das jetzt auch noch sein? Jetzt sagt er, haha, da ist halt Kobe Bryant gestorben und jetzt das. Aber wenn man mal ganz ehrlich in sich reinhört, wenn da gerade so ein Outcry deswegen ist, es ist ja so. Wenn du gerade offended bist, weil ich gesagt habe, ha, Kobe Bryant, Helikoptereltern. Ja. Was ja einfach eine naheliegende Punchline irgendwo ist. Ist ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Ist vielleicht ein bisschen hergeholt, aber Helikopter und Eltern, ist scheißegal. Wir bewerten ja nicht, ob das gut oder schlecht war. Der Punkt ist, du bist da ja nur jetzt empört, weil du halt eine persönliche Bindung zu dieser Person hast. Ich? Nein, also du, du die Person, die jetzt sich eventuell über sowas empören könnte. So. Wenn man da mal ganz ehrlich ist, ist das halt einfach so. Und wenn ich jetzt denselben Witz über irgendeinen Golfer, den kein Schwein kennt, so gemacht hätte, hättest du vielleicht gesagt, oh, ganz edler Witz, ja, wirklich, Teetässchen. So. Möglich. Und wenn man das akzeptiert, dass ich halt absolut keine Bindung zu dieser Person habe und mir das egal ist, so wie allen anderen egal ist, was tagtäglich auf der Welt, solche Tragödien passieren ja so oft. Aber man bekommt es nicht mit, weil es ist ja nicht Person XY. Ich wäre jetzt auch traurig, wenn, was weiß ich, die Ärzte oder so bei einem Helikopterunglück irgendwie sterben. Fände ich auch doof so. Fände ich, glaube ich, jetzt auch nicht schlimm. Ein bisschen witzig, aber irgendwie auch nicht. Ja, weil die hätten sich ja dann selbst verarzten können oder irgendwie findet die Punchline selbst. Nee, es ist ein ganz, ganz deeper Ärzte-Nerd-Gag, weil 2011 auf dem Highfield-Festival haben die sich nämlich ganz kurz Hubschrauber genannt. Wie heißen ab heute Hubschrauber? Ah. Aber das ist wirklich ein richtig tiefer Nerd-Gag. Okay, okay. Naja, aber das ist ja auch der Konflikt, ja, in der Satire. Das war ja auch bei der Titanic schon immer so, wenn die Witze gemacht haben über Maddie, dieses Kind, was verschwunden ist, da hat die Titanic auch mal so ein Suchspiel gemacht, wo ist Maddie? Und dann haben die halt so Suchbilder veröffentlicht. Und es ist für die Eltern nicht witzig, aber natürlich halt ist für es jeden nicht, anderen schon. Ich sage ja auch nicht, deswegen haben wir ja die Triggerwarnung, da kann uns ja keiner was, sind wir unbesiegbar. Da ist eben die Frage, inwiefern man auch als Person, die nicht emotional behaftet ist, eine Empathie entwickelt und solche Witze halt nicht macht. Also das ist halt immer die Frage. Das ist ja der Punkt. Ich weiß ja trotzdem, dass das super bitter ist und kann ja empathisch mich reinfühlen, dass die Familie gerade am Boden zerstört ist, ja. Aber ich habe gesagt, hier in dieser Sendung halte ich die Fahne hoch für, wir machen auch mal geschmacklose Witze, schwarzen Humor, dies, das. Ich sage ja in keinster Weise, dass es irgendwie gut ist, dass da jemand gestorben ist. Ja, so. Aber wenn man vielleicht einfach mal reinhört, ist es vielleicht ein bisschen, ist man vielleicht ein kleiner Hypokrit, wenn man sagt, das ist aber doof, wenn du jetzt über den Kobi da Witze machst, aber wiederum Witze über Kinder in Afrika, dies, das, ja, was auch immer. Man könnte aber jetzt auch genauso wieder einen ganz unpassenden Nazi-Vergleich machen.
auch manche Nazis wussten, dass es schlimm ist, was sie da mit den Juden machen. Ja, aber da hat man ja wirklich was gemacht. Da hat man ja wirklich physisch etwas getan und nicht einfach nur geredet. Wir wissen ja, dass es nicht so cool ist, da Juden zu vergasen, aber wir müssen es machen. Es ist unnotwendig, wir machen es trotzdem. Aber wir wissen ja, wir haben... Das habe ich auch nie gesagt. Ich habe nie gesagt, dass es notwendig ist, über Kobe Bryant Witze zu machen. Also Hitler lag bestimmt öfter nachts wach und dachte, ach, die armen Juden. Eigentlich ist es scheiße, aber... Lass mal noch ein paar Monate oder ein paar Wochen ins Land ziehen, dann kommen von ganz alleine die ganzen Kobe Bryant Witze. Auch von seiner Witwe auch dann, von ihr selber so. Ja. Dass auf der Bühne steht, ha, Helikopter. Lustig. Also ich muss sagen, ich kannte ihn jetzt nicht wirklich. Ja. Kobe, ich bin jetzt auch kein Basketball-Fan. Ich habe es nur mitbekommen, weil bei Wrestling sie auch ihm so eine Tribute-Tafel gewidmet haben. Und wir trauern um den großen US-amerikanischen Basketballer. Sind die ganzen Wrestler drum rumgelaufen haben, gemacht. Nicht ganz, aber sie haben, ich habe gerade das Bild im Kopf, wie du hier mit dem Skateboard-Brett auf dem Kopf da rumge... Mein Volk braucht nicht, hat Kobe auch gesagt. Die haben sich versammelt vor der, also von der Bühne, alle haben dann so ein Kobe-Shirt getragen und getrauert, die ganzen Wrestler und so. Da habe ich es mitbekommen und dann wusste ich, ach, der ist also berühmt. Kobe Bryant. Ganz traurige Geschichte, war auch ein großes Thema. Heli Kobe Bryant. Auch seine Tochter ist ja dabei gestorben. Ganz, ganz tragisch. Ja, natürlich ist es super scheiße. Es ist ja wirklich super scheiße so. Es ist ja wirklich super scheiße. Aber der Punkt ist, dass täglich so eine Scheiße passiert. Wie viele Kinder und Eltern sterben täglich? Aber nur weil du diese Person kennst und in irgendeiner Form, das ist ja auch völlig okay. Das dürfen die Leute ja auch haben. Deine persönliche Bindung. Wie gesagt, wenn jetzt XY stirbt, den ich kenne oder wo ich Bezug zu habe, finde ich auch nicht super. Die Kritik war immer bei Michael Jackson, bei David Bowie und so, wenn die gestorben sind, gab es mal massenweise Trauerbekundungen online. Aber wenn jetzt ein Kind in Afrika stirbt, nicht. Und es, ja, ich verstehe diese Kritik, aber dieses Kind in Afrika hat halt keine Millionen Verkäufe oder Hits oder war halt bekannt. So. Ja, aber das ist ja und auch... Und du hast halt zu diesem Kind kein... Aber nee, das finde ich ja noch zynischer. Du hast zu diesem Kind ja keine... Du hast das Kind nicht gekannt. Ja, das ist okay. Kind. Das sage ich ja genau, selber. Aber ja. Alle andersrum ist es viel zu zynisch, weil dann sagst du halt, dieses Kind hat weniger Wert, weil es keine Schallplatten verkauft hat. Nein, um Wert hat, geht so, es geht nur darum, dass das Kind ja keiner kennen kann. Ja, Michael Jackson und so, David Bowie, die sind um die Welt geflogen Millionen Mal. Die hatten halt erfolgreiche Hits und so und die hatten Millionen Fans. Und das Kind in Afrika ist halt ein Kind in Afrika. Die sind gleichwert, Michael Jackson und so ein kleines Kind, was da stirbt. Ja, kein Ding. Aber es ist halt so ein Bekanntheitsding. Deswegen verstehe ich schon, dass man über Michael Jackson... Im Inneren sehen die sogar gleich aus. Auf alten Bildern zumindest, ja. Michael Jackson und das Baby. Habe ich jetzt zu lange für gebraucht. Das Kind. Macht nichts. Also klar sind die gleich wert, aber das ist halt dieses, ja, man kannte halt diese Leute sehr doll und du hast auch eine emotionale Bindung, weil du halt zu ihren Songs gevögelt hast. Oder ja, kannst du ja immer noch machen. Eben, so. So. Deswegen ist dieser objektive Vergleich halt ein bisschen schwierig, so. Weil Trauer ja auch subjektiv ist. Wir haben eine Triggerwarnung vorangesetzt, ihr könnt mir gar nichts. Uns nichts. Helikoptereltern. Man muss das vielleicht ein bisschen besser verpacken. Da ist ein richtig guter Witz zu holen. Ich sag's dir, Tino. Vielleicht ist für dich der Begriff Helikoptereltern auch nicht so geläufig. Doch, klar kenne ich. Als Pädagoge kenne ich den. Na, jetzt kennt's jeder. Ach, also Helikoptereltern... mir fällt gerade kein Gag ein. Aber ist eigentlich voll easy. Eigentlich. Naja, es wär noch leichter gewesen, hätte das Rotorblatt von einem Helikopter gevielteilt. Dann hätte man das noch mehr auffangen können, sodass die Helikoptereltern, die flattern halt so um dich drumherum, verstehst du wie? Ja, wie so Mobile so. Und hängen noch die Leichenteile dran. Oh Mann, Alter. Aber ich hab's, und zwar gab's doch diesen Film Twilight Zone. Hab nicht gesehen. Nee, um den Film geht's gar nicht so wirklich. Aber ach so, übrigens, es gab diesen Film Titanic, lass uns über was anderes reden. Nein, da gab's eine Szene, die wollten unbedingt in einem Filmstudio einen echten Helikopter steigen lassen, der zwei Kinder und einen Mann verfolgt. Wollten das halt nicht animieren. Das war, ach ja, doch war Twilight Zone, ja, da, stimmt, ja, ich habe das gesehen. Dann ist der Hubschrauber abgestürzt und hat halt das Kind, die Kinder geköpft und den Mann noch, den Schauspieler auch getötet. Das ist echt krass, das habe ich gesehen. Es gibt die Aufnahmen tatsächlich auf YouTube. Und auch die Eltern waren quasi am Set empört. Und waren auch sehr sauer, waren säuerlich veranlagt. Ja, haben erstmal einen Beschwerdebrief formuliert. Sie waren nicht begeistert von dem Tod ihrer Kinder. Ja. Und da kann man vielleicht was draus machen, ja, dass sie Helikoptereltern waren. Keine Ahnung, so in der Art. Übrigens, Kobe Bryant, wer den nicht kennt, der hat irgendwie Basketball gespielt oder so. Ja, aber einer der bekanntesten, also neben Dirk Nowitzki.
Also er ist der schwarze Dirk Nowitzki. Ist der nicht Handballer gewesen? Nein, Dirk Nowitzki ist Basketballer. Wer war denn der Handballer? Gibt es nicht so einen berühmten Handballer? Nee. Es gibt keine berühmten Handballer. Echt? Ich google das. Ich weiß eine Person, die mich, die mich hauen wird dafür, aber ich glaub, es gibt keine bekannten Handballer. Ich glaube, Kobe Bryant ist schon so ein bisschen der moderne Michael Jordan gewesen. Und Michael Jordan war ja auch schon, ja. Bekannter Handballer Deutschland. So. Und? Tatsächlich nicht. Es gibt keinen. Also keiner, der mir jetzt hier... Ach doch, Stefan Kretschmer, den meine ich. Ah. Doch, na klar. Der ist ein bisschen kleiner als Dirk Nowitzki. Kretsche. Ist dumm. Es war Zeit für eine Uplifting News. Ja. Und zwar endlich... Das hat sich Kobe auch gedacht, als er in den Helikopter gestiegen ist. Aber leider wurde er nicht allzu lange abgeliftet. Ich weiß gar nicht, wie lange die in der Luft waren. Ist auch egal. Jedenfalls... wir können den feministischen Aufbruch feiern, ja, die Gleichberechtigung ist am Start. Ich habe es auf Facebook geteilt gestern, und zwar in Indonesien werden endlich auch weibliche Henkerinnen eingesetzt. Was, Henkerinnen? Henkerinnen. Ach so, weibliche Henkerinnen. Henkerinnen. Okay. Auch Frauen dürfen endlich öffentlich Menschen auspeitschen. Auspeitschen, ich dachte, Henker? Im Artikel stand nur was von Auspeitschen, komischerweise. Okay. Na gut, Henker ist wahrscheinlich einfach nur der Vollzug einer Strafe in dem Fall. Und ich muss sagen, das ist ja irgendwie ein Fortschritt im Rückschritt, aber letztendlich ist es also ja... Also drehen sich quasi im Kreis. Sie bleiben stehen. Hm. Wie die Rotorblätter von Kobis Helikopter. Also Fortschritt, Frauen dürfen mehr, ein Schritt nach vorn. Wir peitschen Menschen aus, ein Schritt zurück. Zwei Schritte zurück, würde ich eher sagen. Okay, gerne, ja, von mir aus. Ja. Nee, es bleibt ja da dabei. Ja, weil sie vorher auch ausgepeitscht haben. Ich verstehe schon, was du meinst. Also eigentlich ist es eher ein halber Schritt zurück, weil es ja bleibt. Aber es ist ja, Frauen dürfen jetzt mehr. Es ist so ein kleiner Tanz, ne? So einen kleinen Walzer machen die, was den Fortschritt angeht. One step forward, two steps back. Ja, sehr gut. Guter Song, der ist nämlich in San Andreas drin. Ich liebe diesen Song. K-Rose. Und da gab es auch dann Kommentare von den Interviewten, ja, von den Vorgesetzten der Henkerin. Interviewten, die bluten? Genau, die dann gesagt haben, für die erste Auspeitschung war es sehr gut. Wir loben unsere Frauen, die jetzt auch endlich auspeitschen dürfen. Es war eine klasse Technik und so. Und wir sind begeistert, die Männer in Indonesien. Den Fetisch haben sie aber relativ spät entdeckt in Indonesien. Frauen, die irgendwie Domina und peitschen und so. Es ist nicht zu spät, deinen Fetisch zu erkennen. Okay, cool. Ich glaube, in Deutschland haben noch nie Frauen irgendwelche Menschen öffentlich henkern dürfen. Das ist uns Indonesien ein Schritt voraus. Jetzt muss ich auch nochmal, ich mache jetzt nochmal kurz Google auf. Ja. Ja. Was genau ist ein Henker? Also ist mir schon klar, dass das jetzt nicht von Hängen kommt, vermutlich. Henker sind doch Leute, die Strafen vollziehen. Henker-Definition. Die physische Strafen vollziehen. So. Zack. Ob du das jetzt auch mal suchst, du kleiner Drecksbastard. Definition Henkerin musst du jetzt suchen. Person, die ein Todesurteil vollstreckt. Siehst du, ich hätte nämlich schon... Da, Scharfrichter, das Wort habe ich gesucht. Scharfrichter. Ja. Eher scharfe Richter, aber ja. Hier... scharf. Tino, das ist aber sexistisch. Männer können auch scharf sein, weißt du? Ich weiß das. Stimmt. Aber hier steht halt wirklich, die ein Todesurteil vollstreckt. Kann man jemanden töten, indem man einfach so lange peitscht, bis er tot ist? Ich glaube aber, dass die Berufsbezeichnung in Indonesien Henkerin weit gefasster wird. Ich glaube, dass auch die Henkerinnen einfach nur auspeitschen, unter anderem. Ich weiß nicht, ob es in Indonesien auch die Todesstrafe gibt, aber im Artikel war nur vom Auspeitschen die Rede. Das ist die erste Auspeitschung einer Frau filmisch festgehalten oder fotografisch festgehalten worden ist. Schön. Ich hätte gerne die Meinung der ausgepeitschten Person gehört, was sie jetzt empfindet. Ja, lieber von einer Frau ausgepeitscht werden als von einem Mann. Weiß ich nicht, kommt drauf an. Würde ich auf jeden Fall sagen. Kommt drauf an. Weil Frauen sind das schwächere Geschlecht, die können nämlich gar nicht richtig ausholen mit der Peitsche. Ich weiß nicht, es gab doch mal so einen Witz, oder ich weiß nicht, ob der auf echten Tatsachen beruht, dass ein Mann und eine Frau als Geheimagenten ausgebildet werden sollen. Erst ist der Mann dran, aber... Sie sind nicht anwesend dabei. Der Mann wird erstmal eingeladen, ja, zum Agenten-Vorstellungsgespräch. Und er sagt, würden Sie alles tun, um Agent zu werden? Da sagt der Mann, ja, ich würde alles tun. Er bekommt eine Waffe in die Hand, wird in einen Raum geschickt und in diesem Raum sitzt seine ganze Familie. Und der Chef sagt, Sie haben jetzt 10 Minuten Zeit, Ihre Familie zu töten. Macht die Tür zu, dann nach 10 Minuten geht die Tür wieder auf.
Und der Mann sagt, ich konnte es nicht, ich kann kein Agent werden, ich werde es nicht, ich kann meine Familie nicht töten. Wird quasi wieder entlassen. Mhm. Dann wird die Frau eingeladen. Sie hat das gleiche Problem. Ja? Sie muss auch mit einer Waffe in der Hand in den Raum gehen, ihre Familie töten. Nach 10 Minuten kommt sie raus, blutüberströmt, und dann fragt der Chef, was haben Sie denn gemacht? Da sagt sie, ich habe meine Familie getötet. Aber die Waffe ging nicht, deswegen habe ich sie alle erschlagen. Aha. Schön. Und die Moral der Geschichte soll halt sein, dass Frauen offenbar weniger ein gutes Gewissen haben. Hm. So kenne ich das auch. Also ich weiß nicht. Okay. Warum. Ich habe diesen Gag schon seit Jahren im Kopf. Ich habe den mal irgendwo gelesen. Aber ich kenne jetzt die Moral davon nicht. Und auch nicht, ob das jetzt eine echte Geschichte war oder ob das einfach nur ein Gag war. Einfach nur so eine sexistische Kackscheiße. Ja. Hm. Dass die Frau halt, dass es halt nur ein Test war, dass die Waffe gar nicht ging. Ja, aber wieso wurde der Mann dann entlassen? Der Mann hat es ja nicht gemacht. Ach so, der Mann hätte sagen müssen, die Waffe geht nicht. Ich wollte es machen, aber genau. Die Waffe ging nicht. Aber die Frau hat gesagt, meine Waffe ging nicht, deswegen habe ich sie alle erschlagen. Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Welcher Agent braucht denn in seinen Skills, dass er seine Familie tötet? Naja, du musst ja schon ein willenloser Kamerad sein. Oder Kameradin. Du wirst ja quasi gebrochen als Sklave der Regierung. Du musst jeden töten, auch wenn es heißt, hier, deine Mutter, die ist eine Gefahr für unser Land, da musst du deine Mutter erschlagen. Hm. Na gut. Davon gehe ich jetzt mal aus als Nicht-Agent. Agent Ranacher. Gutes Stichwort. 000 bin ich. Denn Jo Olli, der hier mannigfaltig bereits Thema war, hat auch mit einer Schusswaffe hantiert. Hast du das mitbekommen? Er hat auf Snapchat eine Story gemacht. Wenn du jetzt kleine Kinder als Feuerwaffen bezeichnest, verstehe ich das, aber sonst seinen nicht. Penis meine ich mit Feuerwaffe. Ah. Er hat scharf geschossen in eine 13-Jährige hinein, aber das war vor 2 Wochen Thema. Nein, diese Woche geht es eher darum, also es ist halt seine Geschichte, von daher, ne, vielleicht ist es auch Bullshit. Er macht halt eine Snapchat-Story, in der er erzählt, dass er, also ich calle jetzt erstmal, dass es Bullshit ist. So. Aber es war halt diese Woche groß diskutiert, deswegen nehmen wir es mit rein. Genau wie Coronavirus, der auch Bullshit ist. Er sagt halt, er hat mit jemandem, der seine Mütze nehmen wollte, eine kleine Auseinandersetzung gehabt. Und dass er ja mal Polizist werden wollte und im Schützenverein ist, deswegen eine Waffe hat. Er redet von 9mm, vielleicht ist es auch Schreckschuss, was auch immer. Und sagt, dass er diese Waffe neben der Person abgefeuert hat und dem das Trommelfell geplatzt ist. Und er sagt es aber so, haha, ja, voll geil. Also er braggt so ein bisschen damit. Und Outcry, zack. Ich sage, die Geschichte ist komplett Bullshit von vorne bis hinten. Und warum erzählt er so eine Geschichte? Weiß ich nicht. Ich verfolge ihn nicht auf Snapchat, weil ich das schon ewig nicht mehr habe. Er sagt auf Instagram immer wieder, ah, ich habe so einen speziellen Humor und auf Snapchat bin ich so ein bisschen ironisch und so. Das weiß ich halt von seinen Instagram-Stories. Aber auch da verstehe ich jetzt die Ironie nicht. Und, ja, und es ist halt immer noch dumm. Aber im Endeffekt, wenn er das erreichen wollte, hat er es ja erreicht. So, Herr Newstime hat darüber berichtet, alle haben sich aufgeregt, Jo Olli ist weiterhin ein Arsch und so. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der ansatzweise irgendwie Polizist hätte werden wollen können, keine Ahnung, das passt irgendwie nicht mit dem, was er jetzt macht. Du meinst so ein bisschen das Miguel Pablo-Problem, das Hauptsache, du bist ein Gesprächsthema. Ja, ja, ja. Ob du jetzt Minderjährige fixst oder ob du und jetzt. Vor allem eine Waffe dabei führen, ist ja auch nicht. Das darfst legal. Du ja auch nicht, außer du hast einen Waffenschein. Dann darfst du aber auch nicht einfach so eine Waffe mit dir rumführen. Na doch, du musst sie aber. Ja, das hast du schon mal erzählt, genau. Du musst sie verschließen, dreimal aufmachen, bla bla, aber ja. Hat er ja wahrscheinlich nicht in dem Fall. Wenn er gerade bedroht wird, oh, da will an meine Gucci-Cap oder was auch immer. Oder hat sie dann ausgepackt, vorbildlich. Ja, so, warte eins, mal kurz. Gib mir 20 Sekunden. 3 Schritte. Klick. Drei Stelle, Code, warte kurz. Und das Schloss noch aufschließen. Und dann holt er die Waffe. Nein. Ja, so, weißt du es? Nein, das ist doch Bullshit. Da bist du ja immer mit so einem. Du warst nicht dabei. War ich nicht. Ich calle auch, dass das überhaupt nicht passiert ist. Das ist übelster Bullshit. Aber alle haben sich mal wieder drüber aufgeregt. Jo Olli bleibt weiter in aller Munde und kann dann die dadurch gewonnene Bekanntheit ausnutzen, um die nächste 12-Jährige wegzukocken. Es ist doch dann ein schöner Kreislauf. Dann müssen wir es aufklären. Lieber Typ, der, ich rede mal lauter, lieber Typ, dessen Gehörgang kaputt gegangen ist, melde dich bei uns, wenn diese Geschichte wahr ist. Ja. Oder ist sie komplett erfunden? Ihr Jonathan Frakes. Ja. Jo Olli und die Schusswaffe. Absoluter Wahnsinn. So, Tino,
Pass auf. Es wurde das Meme of the Decade gewählt. Ja, auf Reddit. Der Dekade? Ja, die Dank-Memes. Was denkst du, was gewonnen hat? Ich kann dir auch ein paar aufzählen. Ist es nur das Template oder das richtige, fertige Meme mit Jungen? Nee, also so übertragen. Weiß ich nicht. Also wenn zum Beispiel Rickroll war dann schon nicht mehr in der näheren Auswahl. Mhm. Ja, aber kennst du ja. So. Und da ist nicht das Rickroll. No, we're gonna give you up. Ah, ja. So, okay. Dass du das jemandem schickst unter dem Vorwand, dass was anderes ist. Und das war da schon nicht mehr dabei, aber nicht das Video an sich wäre das Meme, sondern halt alles, was damit zu tun hat. Okay, so. Ja. So. Ich muss es jetzt entweder aus meiner Erinnerung zusammenfächern oder ich finde es noch. Na, ich bin ja nicht so in diesem Meme-Game drin wie du. Ja. Deswegen ich jetzt nicht. Aber du kennst sie ziemlich sicher alle. Ja, bestimmt, aber ich könnte sie jetzt nicht aus dem FF aufzählen. Also die finalen vier. Oh shit. Hab schon gespoilert. Also Rickroll war tatsächlich noch drin in den finalen vier. Platz vier? Nee, also von diesen Vieren wurde dann gewählt. Einmal gibt es dann SpongeBob, alles, was halt mit SpongeBob zu tun hat. Dann Tom und Jerry. Das ist aber schon sehr, sehr weit gefasst, ne? Weil SpongeBob hat ja auch sehr viele Memes. Eben, aber trotzdem halt SpongeBob als Ganzes. Ja. So. Also Meme heißt ja einfach nur gesellschaftliches Gedankengut, was man halt überträgt. So. Und wer SpongeBob nicht kennt, rafft das vielleicht nicht so. Ja, ja. So. Von daher passt schon. Pepe der Frosch, SpongeBob, Rickroll und Tom und Jerry. Und was ist Platz 1? Na, das sagst du mir jetzt. Ich sag SpongeBob ist Platz 1. Nein, es ist Pepe geworden tatsächlich. Was ich hart finde, dass das Reddit so entschieden hat, in Pepe ist meiner Meinung nach durch Leute von 4chan entstanden. Hm. Also, ja, das hatte ich vor Jahren mal gesehen, irgendwie so eine Geschichte, die hatten sich da dieses Kekistan überlegt oder so. Aber Pepe ist eines der wenigen Sachen daraus, die ich so gar nicht verstehe. Also, wo ich echt sagen muss, da verstehe ich den Gag nicht dahinter. Wo kommt Pepe her? Wer ist das? Weil du nicht im Meme drin bist. So. Richtig. Das ist ja der Sinn von einem Meme. Vielleicht ist es da sogar der gebührende. Feels Good Man hast du aber schon mal gehört. So. Feels Good Man? Nee. Hast du noch nie gehört? Okay, krass. Nee. Naja, ich sehe immer sehr viel, aber ich weiß immer nicht, ob das dann auch ist. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen auch bei Reddit unterwegs, gelegentlich, um mich mal reinzufuchsen, weil ich auch modern bleiben will. Und ich habe doch nicht ganz die Oberfläche verstanden. So. Und ich bin dann aus Versehen, habe ich dann dieses NSFW gesehen und dachte, was ist denn das für eine Abkürzung? Not safe for work. Und es war dann okay. Und noch schlimmer ist not safe for life. Das sind nämlich dann verstümmelte Körper und so. Oh, okay. Also not safe for NSFL. Ja, schwierig. Ja, da gibt es ganz schwierige Seiten. Wo ich so 17, 18 war, wie alt war ich denn da? Ich hatte mal eine richtig fette Lungenentzündung und da bin ich echt nur auf solchen Foren unterwegs gewesen. Und das waren dann so Foren, die waren niedlich und grausam gleichzeitig. Mhm. Das heißt, da waren lustige Memes drin, auch von SpongeBob. Und da konntest du immer so auf Random draufklicken. Random, da kam halt ein neues Bild. Und dann war auf einmal ein Bild, wo ein Auto zu sehen war in der Garage, wo drei abgetrennte Köpfe drauf lagen. Nice. Und ich so, Random und noch ein SpongeBob-Witz, so, weißt du? Und das habe ich halt, das fand ich immer ziemlich grausam, aber ich wollte halt die Witze sehen, nicht die Leichenteile. Ja, bei Reddit kannst du dir das ja filtern, wie du das möchtest. So ein bisschen wie Rotten.com damals. Ich empfehle am ehesten die App Reddit ist Fun, die finde ich tatsächlich am übersichtlichsten. Das ist eine inoffizielle Reddit-App. Fun, okay. Hm. Reddit ist Fun, ja. Gut, aber ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, wird dir jetzt noch ganz kurz mal über Amerika sprechen. Mach das. Da gab es auch einige News. Ja. Vorher habe ich hier noch ein was Kleines vergessen. Deswegen wollte ich das eigentlich hier kritisieren mit dieser ganzen Corona-Scheiße. Es gibt nämlich einen australischen Mann, der eine Herzattacke hatte und gestorben ist, weil die Leute Angst hatten, an ihn ranzugehen und sich mit Corona zu infizieren. War der ein Chinese? Der hätte halt irgendwie erste Hilfe gebraucht und die haben ihn krepieren lassen, weil er Asiate war und die dachten, der ist jetzt. Deswegen diese fucking halt so Massenhysterie durch die Medien. Was ich alleine für diese Woche für fucking Bildüberschriften, wir werden alle sterben und so eine Scheiße. Es ist unfassbar. Es ist richtig dumm. Da muss ich jetzt wirklich auch mal Real Talk machen, wie dumm diese Scheiße ist. Es gibt hier einen Verdachtsfall oder einen Bestätigten in Berlin oder was. Und auf einmal sind wir alle tot. Bullshit, Alter. Die armen Chinesen. Ja. Die sind mir schon grundsympathisch, auch wenn ihre Regierung jetzt nicht so geil ist. Naja, auf jeden Fall. Was ist diese Woche denn alles in Amerika passiert? Zum einen
Das Impeachment-Verfahren läuft. Es ist ja also bekannt. Es ist schon durch. Ja, nee, es ist nicht durch. Also wir sind jetzt im 10. oder 11. Ja, Tag. Ja, aber er wird ja impeached. Also es ist er ja schon, ist impeached. Er ist impeached. Worden, impeached. Es wird im Senat entschieden, ob Zeugen geladen werden für ein Gerichtsverfahren, um zu bestimmen, ob er aus dem Amt geworfen wird oder nicht. Mhm. So, aber andere Sachen, die noch passiert sind. Donald Trump hat uns ja versprochen, er baut eine Mauer, hat das zu ganz kleinen Teilen auch umgesetzt. Und diese Mauer ist jetzt unter dem Wind zusammengebrochen ja, die und umgefallen. Eine, ne, habe ich gesehen, ja. Stell dir war mal vor, die aus Pappe, was, oder? Ja, was ist das für eine Scheiße? Muss nicht irgendwie eine solide Mauer auch so ein Stück weit in den Boden vielleicht verankert werden? Das war ja auch der Plan eigentlich. Also ne? Da kann die ja, und dann kannst du ja, wenn die nicht im Boden ist, kannst du halt einen 1 Meter Tunnel bauen und bist unter der Mauer durch. Dann müssen sie mal die ehemalige SED anfragen, wie die das gemacht haben. Das stimmt. Naja, aber so das größte Ding diese Woche war tatsächlich ein Video, was geleakt ist. Und das war auch kurz, nachdem wir den letzten Podcast aufgezeichnet haben. 1,5 Stunden Videomaterial von einem Dinner mit 8 Leuten, unter anderem halt dieser Lev Parnas und andere, Victor Frugman, glaube ich, war das, der das Video aufgenommen hat. Das musst du dir vorstellen, halbwegs geheim, ja, wirklich nur für Elite. Und der läuft da mit seinem Smartphone rum, macht so Video von allen. Und einer sagt so, ja, vielleicht wollen manche Leute nicht don't want a picture taken oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann sagt er, ah, okay. Und dann legt er aber dieses Video aufnehmen, der Handy einfach auf den Tisch und zack, 1,5 Stunden. So. Oh, und das um in die Gespräche einzufangen. Alles ist zu hören. Alles. Der Demokraten? Oder? So, und ich habe auch gesagt, wenn dieses Video jetzt nicht Trump in irgendeiner Form zu Fall bringt, dann bringt den wirklich nichts zu Fall. Ach, nicht die Demokraten, sondern die anderen. Nee, Republikaner. Cool. Also quasi Spender, ja. Unter anderem von Trump. Sein Sohn war auch mit im Raum, aber hauptsächlich spricht er selber schon. Kannst du ein paar Highlights geben, was denn so geleakt worden ist? Ja, kann ich. Erstens sind das alles dumme Leute. Also wenn du das hörst, die reden einfach nur wie Bauern. Das ist alles, ich weiß nicht, das ist ganz, ganz komisch. Du denkst halt irgendwie, dass die cleverer reden, aber es sind halt echt einfach übelst dumme Leute. Aber das größte Highlight ist natürlich, muss ich natürlich dazu sagen, von wann das ist, ich glaube Ende 2018. Hm. Und ein großer Punkt bei diesem ganzen Impeachment-Verfahren war ja, dass die Botschafterin aus der Ukraine raus aus dem Amt geworfen wurde oder rausgedrängt wurde und beschmiert wurde, so Smear-Campaign, wie sagt man im Deutschen? Wie? Na, so Schmutzkampagne, so dieses. Ja, ne? Genau. Dass ihr Ruf in den Dreck gezogen wird und so, um sie zu diskreditieren. Dass die aus dem Weg geräumt wurde, aus persönlichen Gründen und um dafür zu sorgen, dass diese Kämpferin gegen Korruption aus dem Weg ist. So. Mhm. Und in diesem 1,5-stündigen Aufnahmegelöt sagt Trump halt ja, I don't care, get rid of her, take her out. Und take her out ist halt auch im Englischen schon echt hart, das ist so eine Mischung aus zum Date einladen und sie umbringen. Hm. Man weiß es nicht, wie er es jetzt gemeint hat, aber er sagt halt, take her out, I don't care, just grab do it. Grab her by the pussy. So. Ja, das ist just locker room talk. So, also das ist auf jeden Fall so das Härteste von allem, aber es gibt auch noch andere, viele Sachen, aber aufgrund von mangelnder Zeit muss ich es ein bisschen zusammenfassen. Das war auf jeden Fall so die größte Amerika-News diese Woche. Währenddessen lief natürlich dieses ganze Impeachment-Verfahren, Rauswurfverfahren. Es ist einfach, ne, im Senat wird halt entschieden per Gericht, wie auch immer. Und da dürfen jetzt aktuell die ganzen Senatoren Fragen stellen. Mhm. Und das geht auch nochmal 8 Stunden. Entweder an die Verteidiger von Trump oder an die Ankläger quasi. Also das, wie heißt denn das, Mann? Die sind ja so einzelne Gremien, ja? Mhm. Und das ist das House of Intelligence, ja? Das sind die klugen Leute. Ja, genau. Naja, Intelligence im Sinne von Informationen halt. Ja. So. Und die sind auf der demokratischen Seite. Da ist dann Adam Schiff auch, der das bei dem House of Representatives geleitet hat. Richtig geiler Typ, der ist mit mehreren Reden diese Woche viral gegangen, die einfach super gut waren. Teilweise hat es auch dafür gesorgt, dass die Senatoren loslachen mussten, als er diesen absoluten Bullshit einfach dargelegt hat. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen, aber das ist so ein fucking guter Rhetoriker. Ich glaube, eins hatte ich dir auch geschickt, ne? So ein 9-Minuten-Ding. Ja, das war echt gut. Ja. So, das ist Adam Schiff. Richtig geiler Typ. Ja, wie gesagt, aktuell ist noch nicht entschieden, ob, und das ist halt so lächerlich, jedes fucking Gericht hat Zeugen. Und es wird gerade noch entschieden, ob das jetzt zu aufwendig wäre und zu langwierig, jetzt noch Zeugen dazu zu holen. Die haben nur Angst. Ja.
Es ist halt die wirklich Rappies. So, welcher unschuldige Mensch sagt dann, nee, ich will nicht, dass Zeugen für mich aussagen oder ich habe ganz viele Beweise, die meine Unschuld beweisen, aber nee, ich behalte die mal. Das ist doch überhaupt das Ding, oder? Dass du so eine Angst hast oder dass du weißt, dass du am Arsch bist und zwar sagst, du wärst im Recht, aber dann nicht mal Zeugen zulassen willst, finde ich halt schon sehr, sehr bezeichnend für die ganze Geschichte und sehr eindeutig auch. Ja. Auch als, ich weiß nicht, ich würde mir als Trump-Anhänger ja so dumm vorkommen bei der ganzen Geschichte. Ja, aber du bist zu dumm, um dir dumm vorzukommen. Scheiße. Murphy's Law. Ja, eine Sache noch. John Bolton, der lange Zeit, was war es irgendwie, ganz hoher Rang. Ich weiß es gerade nicht genau, was sein Posten war, aber irgendwie Auswärtiges, bla, irgendwas. Oh fuck, ich weiß es gerade wirklich Außenministerium? Nicht. Nee. Sicherheit. Ich glaube, Sicherheitschef oder so. Ich glaube, Sicherheitschef war es. Auf jeden Fall schreibt er halt ein Buch, bei dem jetzt das Weiße Haus auch gesagt hat, das darf man nicht veröffentlichen, weil angeblich zu highly classified information drin ist. Mhm. Aber ein Teil aus diesem Buch wurde halt geleakt. Und in diesem Teil steht halt auch drin, dass Trump genau Bescheid wusste, was da in der Ukraine oder was dieses ganze Ding da, um das es geht. Er wusste über alles Bescheid, er ist quasi der Drahtzieher davon. Und deswegen will er jetzt unbedingt aussagen, genau wie der Lev Parnas auch aussagen will. Es wollen die Leute aussagen, aber sie dürfen quasi nicht. So. Währenddessen ist Bernie Sanders auch überall gestiegen in den Umfragen, ist auch noch ganz schön. Und also, als ich reingehört habe bei diesen Impeachment-Geschichten, war auch immer so, dass das Resümee von den Republikanern, was Trump hat das nicht gemacht, aber selbst wenn, wäre es ja nicht schlimm. Ja. Und das haben die Demokraten auch schon mal gemacht, da war es ganz schlimm. Das war der nächste große Skandal diese Woche sozusagen, wo auch mediale Outcry hinter sich hergezogen kam. Wo auch her, ist egal. Ich musste mich ja übelst beeilen, deswegen Eloquenz. Alan Dershowitz heißt der, glaube ich. Das ist einer von diesen verruchenen Anwälten. Frag mich jetzt nicht, ob er jetzt irgendwie Epstein oder O.J. Simpson, irgend so einer halt. Nicht so hoch angesehen und alle wissen, dass der so ein bisschen shady ist auf jeden Fall. Aber und der hat gesagt, solange, diese Logik muss man sich erstmal erschließen, Alter, es ist unfassbar. Solange der Präsident, nee, also jeder Präsident und jeder Politiker hat es natürlich in seinem Interesse, dass er wiedergewählt wird. Und aus seiner Sicht sagt jeder Politiker, wenn ich wiedergewählt werde, ist das gut für das Volk. Also ist alles, was Trump tut, um wiedergewählt zu werden, absolut legal, weil es ja im Interesse des Volkes ist. Das war seine Argumentation. Das ist sowas von dämlich. Aber irgendwie auch schlau. Nee. Doch, wenn du halt. Komm mal auf sowas. Ja, okay. Mach erstmal so einen mentalen Spagat. Das ist schon richtig. Aber wenn du es weiterdenkst, okay, Trump darf jetzt also auch seinen Kontrahenten erschießen, weil es ist ja, es hilft ja seiner Wiederwahl, wenn er keine Gegner hat. So, das ist so eine absurde Scheiße gewesen. Er kann alles machen, solange es seiner Wiederwahl gilt, weil die Wiederwahl ja im Interesse aller Menschen ist. Ey, ich wäre so gerne noch ein bisschen dümmer als jetzt. Ich wäre so gerne so ein rechter Verschwörungstheoretiker und Trump-Anhänger, AfD-Wähler. Das ist das Leben doch viel einfacher und viel lustiger. Ja. Du kannst dir alles zurechtbiegen. Einfache Antworten auf komplexe Probleme. Keine Moral, keine Ethik, scheißegal. Wir müssen die Woche zusammenfassen. Müssen wir halt leider wirklich, ne? Ja. So, was geben wir der Woche? Coronavirus, wir sind alle tot. Also Kobe Bryant auf jeden Fall. Es ist halt, ja, Kobe Bryant spielt mit rein auf jeden Fall. Ich muss sagen, diese RWE-Geschichte ist für mich schon ziemlich groß, dass Erfurt nicht mehr spielen darf. Es juckt halt keinen dieser Zuhörer, die nicht im Radio sind. Ich bin kein Fußballfan, aber ich bin groß geworden, damit mein Vater halt bei Erfurt gespielt hat. Und krass. Das ist halt so eine große Mannschaft hier in Thüringen war, schon lange nicht mehr, vierte Liga, glaube ich. Aber laut meinen Informationen waren die Erfurter eher die Rechten und die Jenaer eher die Linken. Die haben beides Nazis und Linke, das ist... Da nimmt sich nicht so viel, glaube ich. Die haben beide scheiß Anhänger. Ja, weiß ich nicht. Also Coronavirus war jetzt auch nicht... Es ist halt ein großer Medienhype gewesen, aber es ist jetzt keiner irgendwie dran verreckt in Deutschland. So. Wenn wir klassische Medien wären, ja, würde ich dieser Woche einen neuen geben. Weil, aber ja Coronavirus. Aber so sage ich, nein, wir kriegen davon überhaupt nichts mit. Nee. Wenn ihr den Klimawandel nicht mitkriegt in Deutschland, ist es euch scheißegal. Wenn ihr Coronavirus in Deutschland nicht mitkriegt, dann auf die Barrikaden. Aber der Tod von Kobe ist schon groß. Also ich, wie gesagt, ich kannte ihn jetzt... Der war 1,98 Meter oder so, ja. Also ich kannte ihn jetzt nicht so gut.
vielleicht mal vom Hören sagen, aber das, er war schon ein großer Star. Und da kann man schon auf jeden Fall in der größeren Hälfte spielen, also über 5 auf jeden Fall, so, aber nicht zu hoch. Also sowas wie eine 7 fände ich okay. Ich würde vielleicht okay. sogar 6,5 sagen. Ja. Aber da ist so ein Sprungbrett von Potenzial, weil je nachdem, weil es diese Woche halt noch nichts wirklich rausgekommen ist, wie es beim Senat hier und so weitergeht. Da bin ich natürlich hart am Ball und wenn da jetzt irgendwas konkret passiert, dann nehme ich aber diese 6,5 und pfft, nächste Woche. Das aber die Briten sind jetzt endlich aus dem Parlament, aus dem EU-Parlament. Ach, die interessieren mich nicht. Die sind ausgezogen. Richtig so. Oh, scheiße, Leute, wir müssen Schluss machen. Apropos ja, ausgezogen, Tino, komm. Na ja, also geil, Alter. Tschüss, Leute, war sehr schön. Wir hören uns, sehen uns, riechen uns, schmecken uns. Naja, ich nicht, aber...